Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Rage 2. In der letzten Folge haben wir ja die Bürgermeisterin von Wellspring, so heißt der Ort, glaube ich, oder? Genau, von Wellspring gerettet. Die wurde jedenfalls angegriffen und ich habe sie beschützt. Und sie hat uns den Auftrag gegeben, jemanden zu unterwandern. Dazu müssen wir aber erstmal berühmter werden. Und deswegen werde ich heute bei der Hauptmission weitermachen. Und zwar wollen wir... Habe ich das nicht letztes Mal markiert gehabt? Ödler und Berühmtheit. Genau, da will ich nämlich hin. Ich weiß gar nicht, wie viel Munition wir gerade haben. Aber es gibt hier Autoteile. Beim Auto. Oh, hallo. Hab dich nicht bemerkt. Dabei habe ich direkt zu dir gesehen. Ich habe nachgedacht über ein neues Einspritzsystem. Ich probiere schon einige Tage daran herum. Ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Dann wird aus mir ein Mechaniker mit einem Arsch voll Geld. Stimmt, du bist noch hier. Wolltest du etwas? Jetzt gerade? Ich habe leider nicht mehr so viel Geld. Warte, nein, ist egal. Ja, habe ich mir schon gedacht, deswegen gehe ich ja auch gleich weg. Für all diejenigen, die übrigens die letzte Folge nicht gesehen haben sollten oder noch gar nichts von Rage 2 kennen sollten, in der Videobeschreibung, da findet ihr wie immer einen Link, worauf klicken könnt, um euch natürlich alle Folgen anzusehen. So, es gibt natürlich auch bei den Händlern bestimmte Leute, da kann man ja Infos bekommen zu, nun ja, Archentruhen zum Beispiel. Ich habe irgendwie Bock, die Banditen auszuschalten. So. Ich vernichte euch alle. Man muss so vorsichtig sein. Naja, der hat Probleme oder was? Boah, die machen aber echt eine Menge Schaden. Okay, ich brauche jetzt am besten erstmal noch mal ein bisschen Munition. Und jetzt müssen wir es gleich bumm machen. Genau. Okay, ich öffne jetzt erstmal die verschiedenen Türen, die hier sind. Und dann werde ich versuchen weiterzukommen. Pistolenmunition. Oh, Lagerkiste. Habt ihr ein Problem, Leute? Mit irgendwelchen Insekten oder so? Ich vernichte sie alle. Okay. Okay, manchmal dauert es ein bisschen. Hier ist noch irgendwo eine Lagerkiste. Da drin, oder? Ich glaube, da drin ist eine Lagerkiste.
Das heißt also, da werden wir reingehen, wenn es funktioniert. Achso. Ich dachte gerade, das wäre eine Person, aber nö. Das ist einfach nur eine Puppe, die hier rumsteht. Ich verstehe bloß noch nicht so ganz. Wie ich zu den verschiedenen Lagerkisten komme. Was ist das? Oh, Schrott. Aber ich finde auch, man kriegt hier viel zu wenig Gegenstände in dem Spiel bis jetzt. Ja, ich könnte mich auch täuschen, ne? So. Ich habe noch nicht alle Lagertanks zerstört. Und ich weiß auch nicht, wo die sein sollen. Ah, in den kann ich sogar einsteigen. Sehr schön. Was haben wir denn da eigentlich? Eine Drohne vom Himmel geholt. Scheint Technologie der Obrigkeit zu sein. Ausgezeichnet. Das Einzige, was ich fast so sehr liebe, die Genetik, sind abgeschossene Drohnen. Okay. Ich gehe jetzt mal jetzt hier hoch. Okay, Gesundheitsinfusion habe ich auch mehr als genug. Ich glaube, ich muss da rein. Das werde ich gleich machen. Jetzt will ich rollen, Alter. Ich spiele jetzt schon fast 10 Minuten, ey. Das gibt's gar nicht. Und ich möchte ja noch dahin fahren. Naja, zumindest kriegen wir ein bisschen Zeug. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn hier ein bisschen mehr Zeug gewesen wäre, ne? Aber nö, das Spiel sagt einfach mal, gibt's nicht. Was soll denn... Warum komme ich in diesen Gebäude nicht rein? Es muss ja irgendwo eine Leiter oder so geben. Ja, da. Vielleicht kann man von oben reinspringen oder so. Das wäre sehr geil. So. Aber hier kann ich auch nichts machen. Hier müssen auch überall eigentlich diese komischen Sprengfässer sein, oder nicht? Ich kapiere es nicht. Hier sollen Lagerkisten sein. Ich sehe hier keine Lagerkisten. In dem Gebäude komme ich ja nicht mal rein. Das ist Kacke. Wisst ihr, Problem ist halt, man sieht auch nicht, wo es... Ah, das ist ein Knopf.
kommst du denn her, Junge? Ja, der Wichser liegt nach, genau. Wie ich euch schön platt gemacht habe. Aber warum sind die... Ah, ich wollte fragen, warum die Fässer noch nicht kaputt sind. Wahrscheinlich kann ich so auch noch die anderen Türen öffnen. Was haben wir denn hier? Okay, ich kann keine Sturmgewehrmunition mehr mitnehmen. Ja. Okay, gehen wir jetzt mal zur anderen Seite. Gucken, ob ich hier irgendwo einen Knopf übersehen habe. Das könnte natürlich sein. Da ist ja nur noch ein dieser Sprengfässer. Oh, hier sehe ich schon mal nichts. Da kann ich leider nicht rumdrücken. Ich kapiere es nicht. Warte mal, hier müsste doch irgendwo... Ich kapiere es nicht. Wisst ihr, das Problem ist, dass man jetzt trotzdem nicht weiß, wo der Knopf ist. Ey, ich muss weitermachen gleich, also. Hier sind überall keine Knöpfe, ich kriege hier echt Nase. Oder war oben ein Knopf, den ich übersehen habe? Okay. Sich ein bisschen was von der Dachpappe da entfernt oder kaputt gegangen. Ich sehe aber auch kein Fenster, ne, wo man durchschießen kann. Ja, das ist jetzt nicht so geil gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, ich könnte so kotzen, Alter. Ich kann es aber auch nicht zerstören. Also was zum Teufel soll ich jetzt hier machen? Ach so. Na, jetzt ist natürlich klar. Stirb, Alter. Na, komm, bitte, das geht ab.
Nochmal ein Handgranätchen hinschmeißen. Den Ort haben wir auch befreit. Okay. Was gibt's hier noch? Da kann ich, glaube ich. Kann ich da irgendwas drücken? Nope. Ah, dann komme ich ja nicht mehr raus. Okay, dann habe ich auch keinen Bock drauf. So, die Lagerkisten habe ich alle. Und den Rest habe ich auch gemacht. Hätte ich das vorher gewusst. Bist du hergekommen eigentlich? Ich komme gleich hoch, Freundchen. Bin gleich da, okay? Dann lass uns zusammen zocken. Also, wer als erster umfällt. Ich muss schnell weitermachen, ey. So, das haben wir gemacht. Seht ihr? So muss es sein. Ich weiß, dass das Ödland ziemlich groß ist, aber denk an John Marshall, ja? Ja, Mutter. So, ich wollte jetzt als nächstes auf jeden Fall die Hauptmission weitermachen. Und da muss ich ein bisschen durch die Gegend cruisen. ...4000 Schuss haben wir jetzt. Ist ja auch nicht mehr weit. Ein bisschen durch den Dschungel fahren. Bruchgebiet, okay. Hier ist wieder so ein Banditenunterschlupf. Wow! Die Obrigkeit hat gerade die Banditen angegriffen. Krass. Ich glaube, da unten geht's lang. Du Sünde, ich betrete jetzt die Arena vom Mutant Bash TV. Schalte den Fernseher ein, denn gleich werden ein paar Mutantenschädel zertrümmert. Ich weiß, dass du es drauf hast, aber sei vorsichtig. Die Dinger sind fieser, als du denkst. Meinst du? Okay. Das könnte lustig werden. Ich glaube, das gab es damals auch schon im ursprünglichen Rage. Ja, ich glaube schon. So, wie komme ich da jetzt rein? Durch die Tür, wa? Um Gottes Willen. Oh, meine Freunde, seht her. Was für ein Schlingel die Stadt heute Abend für uns ausspuckt. Dich, ja, dich, Liebling, willst du dich uns anschließen? Willst du? Hat es dich etwa von den dunklen Gassen der Stadt in dieses Boudoir der Lust verschlagen, um unseren Spielchen mitzumachen? Der Hunger glänzt in deinen Augen. Sag, Desdemonia, sag mir, ist es der Hunger nach den Verlockungen des...
Fleisches, die ich dir darbiete? Hm? Der Durst vielleicht nach dem Rötesten. Oh ja, aller Weine. Oder vielleicht der unstillbare Durst des wahren Kenners. Die Lust am Töten. Da hast du es. Das Versprechen von Größe. Erlaube uns, deine Mordlust zu stillen, Liebchen. Und unterzeichne hier, auf der Linie. Und jetzt, du junges Blut, beginnt deine Reise zum Weltruhm. Töte für Desdemonia! Ja, ich glaube, ich gehe wieder nach Hause. Das ist nicht das Richtige für mich. Ich muss dazu wieder rausgehen, okay. Oh, was haben wir denn da eigentlich? Händler. Komm, tritt vor, Killer. Was suchst du? Was Abgefahrenes? Dizzy Deluxe beschafft dir alles. Bring mir deine blutgetränkten Bashmarken. Ich kümmere mich um den Rest. Okay. Totales Gemetzel. Okay, ich muss erstmal rausgehen. Ey, was ist das für ein krankes Spiel, Mann? Ich fahre jetzt mit dem Aufzug. Alter, was geht denn hier ab? Mutant Bash TV. Hier steht, okay, betritt die Arena von Mutant Bash TV und überlebe den Ansturm der Mutanten. Je schneller und unterhaltsamer du die Mutanten tötest, desto mehr Punkte bekommst du. Geil! Bam, Alter. Ja, Alter, ich weiß. Explodiere für mich! Ich brauche erstmal Munition. Alter! Ist das geil! Also das macht Spaß. Und Munition gibt es schon mal auch. Das ist sehr cool. Ja. Also ich sollte da nicht runterfallen.
Alter! Willst du sterben? Ich mache euch alle platt. Hallo? Oh Mann, die kommen direkt. Alter! Alter! Okay, das wird ein bisschen schwieriger. Alter, das war... Ja, es war schon krass. Wie viele Marken hier überall rumliegen. Und ich kann davon nicht mal alle mitnehmen. Das erinnert mich wirklich an den ersten Teil. Ich glaube, da musste man, wie gesagt, auch gegen Mutanten kämpfen. Ich brauche noch ein bisschen Munition am besten. Granate. Ja. Was haben wir denn da eigentlich? Da kann ich rein. Hast du noch ein bisschen Munition? Ja, hier. Boah, ey, ich dachte schon. Ja. Kommt da, wo kommt da? Ja, Alter, yo, Mann. Da kommt das Ding. Der hat die Granate zurückgeschmissen. Geil, Mann. Wo ist er? Wo ist er? Ja, das stimmt, Mann. Alter, wie geil ist das denn? Der
Das Ding ist so lustig. Alter, ich mache Kohle. Richtig viel Kohle. Okay, ich habe mich mal kurz geheilt. Und jetzt kommt die letzte Herausforderung. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ja, Mann! Vorsicht! Talent ist nur der Anfang! Oh, das ist geil! Gib Acht auf die nächste Welle, mein Lieber! Ja, ich weiß, Mann! Mann! Wie viele Marken noch nie? Ey, wie viele Marken sind hier noch? Auf jeden Fall ein Schrot, Mann. Oh, was geht denn jetzt hier ab, Mann? Stirb, Mann! Ja! Alter, war das geil! Das war richtig geil! Ja! Ja, hoffentlich nicht dich, weil sonst bin ich weg. Alter, das war cool. Ich glaube, das kann man auch immer und immer wieder spielen. Das ist eine Sache, die finde ich an dem Spiel wieder mega geil, ja? Nun, so viel dazu. Wie geil ist das denn, Alter? Oh. Ich bin der Champion und was kriege ich? Nix. Du machst keine halben Sachen. Du hast diesen Mutanten echt die Scheiße aus dem Leib geprügelt. So eine Blutrünstigkeit macht dich schnell zum Star. Jetzt sollte ich mich beim Chaska-Derby hinter Steuer klemmen. Ich weiß, es ist anstrengend. Aber Wellspring dankt dir für all deine Mühen. Das macht mir gar nichts aus. Hauptsache, es läuft wie geplant. Du wirst es nicht bereuen. Wow, seht, der große böse Becher ist zurück. Hab mir gerade deine Wiederholungen angesehen und mich gefragt, wann du wiederkommst. Willkommen und immer her mit deinen Bash-Marken. Ja, Mann, mach ich.
Totales Gemetzel! Totales Gemetzel! Yeah! Okay, also das haben wir auf jeden Fall gemacht. Und es macht schon echt eine Menge, eine wirklich Menge Spaß. Nee, da geht's ja wieder zum Derby. Ich will hier raus. Wo geht's überhaupt raus? Oder geht's da raus? Ja! Das war schon mal echt lustig. Also, ja, das können wir häufiger machen. Geil. So. Da können wir also Souvenir herbekommen. Ich überlege, ob ich noch das nächste Ding mache oder ob wir das aufs nächste Mal verschieben. Erdnarbe-Arche. Ey, wisst ihr was? Ich gehe jetzt erstmal zu der Arche. Dann kriegen wir vielleicht eine neue Waffe. Und, oder eine neue Fähigkeit. Auf jeden Fall muss ich die Archen als nächstes machen. Vielleicht auch, wenn er nicht dabei zuguckt. Ich weiß es noch nicht. Es sei denn, ihr wollt sehen, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Das würde ich ganz gerne mal wissen. Und ich finde die Szenerie einfach der Wahnsinn. Richtig gerade gut. Oh, falsche Taste gedrückt. Ha. Ja, Mann, gib Stoff hier. Gib Gummi. Geil, man kann erstmal schön die ganzen Pflanzen zerfahren. Okay, das ging schon ein bisschen lustig. So, jetzt brauche ich nur noch wissen, wo die Arche ist. Die müsste hier gleich irgendwo kommen. Banditen unterschlupfen. Oh, oh, oh. Die fahren scheiße. Oh, okay. Alter! Zu 90% intakt. Alter, was geht denn jetzt ab hier? Wer sind die überhaupt? Okay, ich brauche mal kurz. Alter, die Arche ist auch schon wieder hart umkämpft hier. Kann ich denn immer noch nicht eine komische Fähigkeit einsetzen? Alter, was geht hier ab, Mann? Erstmal schöne Bein verloren, meine ich. Ja, geht gleich los. Okay, das ging jetzt relativ schnell. Irgendjemand ballert da hinten schon wieder. Wisst ihr, das merkwürdig ist halt nur.
dass mir irgendwas fehlt. Okay, da ist noch mehr Filtrit. Okay, ich gehe nochmal ganz kurz nach unten und dann gehen wir wieder nach oben. Sind hier noch irgendwo Lagerkisten? Okay, hier ist alles leer. Oh, hier ist noch jemand. Irgendwo. Da haben wir noch eine Kiste. Danke. Okay, jetzt kann man reingehen. Weil viel Gesundheit-Dingens haben wir gar nicht. 4 von 6. Naja, okay, das reicht. Sicherheitsscan abgeschlossen. Mr. President, willkommen in der Arche 422A. Wenn man mich jetzt immer Mr. President nennt. Cool. Okay, ich krieg jetzt irgendwelche zusätzlichen Fähigkeiten wieder. Sie haben die ID-Erweiterung Slam installiert. Damit trotzen Sie vorübergehend der Schwerkraft und attackieren Gegner von oben, um einen heftigen Stoß kinetischer Energie zu erzeugen. L1 halten, okay. Cool. Mal gucken. Nur einmal noch. Je höher Sie sind, wenn Sie die Slam-Erweiterung einleiten, desto mehr Schaden fügen Sie Ihren Gegnern zu. Geil. Ja. Achso. Sie haben das Training zur Slam-Erweiterung abgeschlossen. Yo, Mann! Ich brauche nur eine Schrotflinte. Gib mir eine Schrot. Oh, ich will schnell raus. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich wie immer die Fähigkeiten dann auch wieder einsetzen. Intensive Suche nach Antworten zeitigt Ergebnisse. Aber viel Wissen wartet noch darauf, wieder entdeckt zu werden, welches uns einen Vorteil verschafft. Okay, verstehe. Mögen Sie der Menschheit einen neuen Anfang bringen. Hallo. Okay, das braucht schon lange echt zum Aufladen. Ah, was ist los, Kumpel? Oh, das ist cool. Aber jetzt gehe ich aber noch mal ganz kurz. Sind die noch mehr? Nee. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz rein, da ich glaube, da konnten wir noch mal Munition oder sowas herbekommen. Ja, Diablo-Munition brauchen wir nicht. Ich glaube, mehr können wir auch nicht mehr mitnehmen, ne? Nee, gut. Also die Fähigkeit ist geil. Wirklich verdammt geil gemacht. Und hier irgendwo soll noch eine Lagerkiste sein. Vielleicht da oben irgendwo? Naja, egal. Auf jeden Fall. Ach nee, hier. Haben wir das alles abgeschlossen? Wir waren in der Show, wo wir ein bisschen an Berühmtheit erlangt haben. Und bei der nächsten Folge werden wir das so machen, dass wir, ja, vor allen Dingen wieder die Hauptmission weiter fortsetzen. Da freue ich mich schon mega drauf. Lasse mich einweisen. Bin bald wieder da. Bin zurück, Walker. Mir geht's gut.
Das freut mich. So, wie gesagt, Leute, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Bei der nächsten Folge müssen wir auf jeden Fall, was ist denn hier eigentlich? Vandalwillen, okay. Und wir müssen auf jeden Fall dahin. Ich markiere mir das schon mal, damit wir nämlich dann als nächstes langfahren. Und ja, es hat mich, wie gesagt, sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, dass ihr dann natürlich auch wieder auf diese Action steht, ne? Also bis denn und tschüss.